So, liebe Freunde, nachdem wir in der letzten Folge von einem Camp aufgehalten wurden, bin ich jetzt, glaube ich, 10 Meter weitergegangen und ich werfe euch direkt in die nächste Folge rein. Dass hier noch ein Heli rumfliegt, das soll uns nicht weiter beirren. Aber wir haben hier hinter dem Felsen tatsächlich schon wieder die nächsten Gegner. Und ja, damit herzlich willkommen zur neuesten Folge von Days Gone. Das ist echt irre mit dem Hubschrauber. Wer war das? Das war ich, Deacon St. John. Zusammen mit meinen Zuschauern wollten wir dir mal das Hirn wegpusten. Und dich wollen wir... oh ja, wir wollen es auch wegpusten. Wir wollten dich eigentlich messern, aber... Du musst dich ja unbedingt umdrehen. So, da ist der Nächste. Hier, ein Stein. Da kommen welche! Sag mal. Die machen einfach nicht mit. Unkooperativ. Aber der hat uns offensichtlich nicht getroffen. Wir sind noch voll aufgeladen. Dann soll es uns auch egal sein. So, hier mal direkt nochmal Munition. Das laden wir auf. Hier haben wir auch nochmal Munition. Also wenn ich immer so viel Munition finde, dann denke ich mal gleich passiert irgendwas Schlimmes. Aber hier ist ja eigentlich gar nichts. Da unten haben wir noch einen hübschen Waggon, aber so allzu viel Looten brauchen wir gerade gar nicht. Wir sind eigentlich... Ein Beil wollen wir nicht. Wir sind eigentlich ganz gut aufgefüllt. So im Großen und Ganzen. Okay, Milizbike. Das muss ihres sein. Okay, wir sind jetzt schon in dem Camp, wo die Geiselbefreiung vonstatten geht, die wir uns ja eigentlich schon für die letzte Folge vorgenommen hatten. Dann wollen wir gucken. Colonel, Corporal St. John, mache Meldung. Ich bin an Lieutenant Norwoods letztem Standort. Scheint ziemlich gut gesichert zu sein, Sir. Soll ich das wirklich alleine machen? Sie haben Ihre Befehle. Garrett Ende. Ja, Sir. Mieser Ficker. Das sind Menschen! Okay, Leute, ihr seht, die sind etwas besser gerüstet hier und stark bewaffnet. Rückzug, Rückzug. Wir fangen nur erst an, Leute. Er hat noch nicht, wer will noch mal? Die nächste Fahrt geht rückwärts. Mal gucken. Das war die hier mal. Wegpusten. Okay, der Helm ist weg. Ich gebe den Kopfschuss. Halt! Die alte Fummeldrine. Halt mal still. Halt still, sag ich. Und stirb. Oh, da oben ist ein Sniper. So, jetzt habe ich immer das Problem, dass er die falsche Schulter hat. Wir wollen mal gucken. Ja, irgendwie... Werd ich auch immer erwischt. Okay, da hinten ist noch einer mit einem Schnellfeuergewehr, so wie es aussieht. Ein bisschen weiter vor. Können wir auch mal irgendwas Hübsches reinwerfen. Jetzt sieht man auch ein bisschen besser. Das Feuerchen. Brenn, du Arschloch! Brenn! Burn, Motherfucker, burn. Ihr blendet mich mit euren Taschenlampen. Das ist nicht nett. Ich kann euch auch mal blenden. Wo ist denn hier eine Blendgranate? Ah,
Was haben wir denn hier? Wir haben noch irgendwo eine Blendgranate. Da. So. Ja, nicht so viel gebracht. Hol dir das Schwein, lass ihn erwischen! Töte ihn! Okay, Moment, ich komme. Na los. Komm zu mir! Hör auf zu schießen, es hat doch keinen Zweck. Kämpf wie ein Mann. Kämpf wie ein Mann. Und stirb wie eine Lusche. So, okay. Wir gönnen uns nochmal ein Pflasterchen. Nochmal alles herstellen, was wir herstellen können. Wir hier auch alles brav looten. Ja, aber wie gesagt, das ist ja hier alles aufgeladen. Wir sind mittlerweile echt ganz gut unterwegs, muss ich sagen. Ah, da ist unsere Geisel. Wir kommen schon. Okay, Moment, ich komme. Wie zum Teufel geht's Ihnen, Lieutenant? Oh, St. John. Gott sei Dank, ich dachte, das war's. Ach ja? Tja, ein guter Freund sagte mir mal, gib die Hoffnung nie auf. Denn sonst kannst du dir genauso gut den Strick nehmen. Ich werde bei meinem nächsten Hinterhalt bestimmt dran denken. Alles okay? Okay, also, das Camp ist gesäubert und ihr Bike noch heil. Also, schaffen Sie es alleine zurück, ha? Ja, das schaffe ich. Danke, St. John. Na klar, dann fahren Sie. Los! Ach, das war ihr Bike, was da vorne stand. Gut, dass wir es nicht gleich manipuliert haben. Dein Bike steht da vorne. Wir haben es übrigens vorhin ausgeschlachtet. Naja, nichts für ungut. Zu Fuß soll es ja auch ganz nett sein hier. So, den Lappen nehmen wir mit. Und ansonsten ging das ja auch ganz gut. Ein Dösken. Sterilisierungsmittel und ein Magnet. Ach ne, ein Wecker. Sieht aber aus wie ein Magnet. Ein magnetischer Wecker. So. So, das Kreuz ist der Typ, der oben steht. Keine Ahnung, ob wir da hochkommen. Wenn nicht, ist auch wurscht. So. Der hat doch bestimmt auch noch was Hübsches. Ein Lappen. Immer wieder gern genommen. Hier sind ja auch wieder eine Menge Nester, die wir entfernen sollen und müssen. Und deswegen sind Lappen natürlich auch herzlich willkommen. So, wir gehen zurück zum Bike. Hier wird uns schon wieder... Ist doch schon wieder eine Geiselbefreiung am Gange. Da sind Männer! Keine Männer, wir sind ein Mann. Was zum Teufel? Wenn man so tief ins Glas guckt, dann sieht man alles doppelt. Ja, ja. Mach ich doch. Selbstverständlich. Warte, halt durch, ich komme. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Ja, Camp. Zeig's mir. Wo? Ja, wir nehmen mal Wizard Island. Geh zum Crater Lake. Wizard Island, dort ist ein Milizlager. Frag nach Colonel Garrett. Oh. Danke. Vielen Dank, Mann. Ich dachte, das war's. Ja. Gern geschehen. Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Die kennen mich. Halt den Kopf unten und lauf. Lauf, Forrest, lauf. Jeden Tag eine gute Tat. Sind wir jetzt für heute schon durch. So, zurück zum Bike. Tja, brauchen wir noch Munition? Ich glaube eigentlich nicht. Wir haben eben in dem Tunnel das eine oder andere gefunden. Wir schauen mal. Wir schauen mal sicherheitshalber rein. Okay. Drei Präzisionsgewehrschüsse, naja. Sieht
sich das jetzt so gelohnt hat. Hier ist noch ein hübsches Blümsken. Und dann geht's weiter im Takt. So, was machen wir? Okay, wir hätten hier ein Nestergebiet. Wir hätten hier einen Nero-Kontrollpunkt. Und auf dem Weg dahin auch nochmal Nester. Und noch ein Hinterhaltcamp. Tja, und hier nochmal eine Nero-Forschungsanlage. Also, man sieht, wir haben die Qual der Wahl. Wir gehen mal hier in dieses Infizierungsgebiet. Okay. Hier geht's schon munter los. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's riechen. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ja, ja, Deacon, ich seh's sogar schon. Du kannst es riechen, ich kann's sehen. Und ich bin mal gespannt, was hier so rausgekrochen kommt. Ich komm später zurück und beende dann die Arbeit hier. Ist zerstört. Ja, was? Nur der eine? Da fahren wir hier wieder Wölfe. Eieiei, der fliegt aber hoch. Geschieht ihm recht. Geschieht ihm recht, diesem miesen Wolf. Eben noch sich einem Rotkäppchen vergangen. Und dann hat er gedacht, er hat ein leichtes Spiel mit uns. Aber das war wohl nix. So, das war Nest Nummer 1. Da werden schon weitere angezeigt. Da ist auch noch eins direkt gegenüber. Okay, dich machen wir erstmal weg. Bitte recht freundlich. Er ziert sich noch. Ja, komm her. Da wollen wir doch gar nicht lange fummeln und fackeln. Oh, wir werden von Vögeln angegriffen. Das ganz Neues. Wo ist das? Ey! Was soll denn das jetzt hier? Riech auch gar nicht. Okay, wir wollen mal ein bisschen weg auf Abstand. Ja, da sind auch noch ein paar übel gelaunte Freunde. Na komm. Nest. Oben ist ein Krähennest. Also, jetzt reicht's mir mal mit euch. Jetzt bin ich aber stinkig. Ist ja wie Tontauben schießen. Wir hätten mal unsere Armbrust jetzt haben müssen. Wir haben ja diese komischen Feuerbolzen. Die habe ich überhaupt noch nicht ausprobiert. Aber gut, die haben wir jetzt nicht dabei. Also geht's hier erstmal weiter im Takt. Lass mich in Ruhe, du Geier. Oh, die haben ja schon richtig Schaden gemacht, sehe ich gerade hier. Ich laufe hier rum. Passt nicht auf mich auf. Oh, Einbrecher, Leute. Nicht zu verwechseln mit einem Einbrecher. Warte mal kurz, wir müssen mal nachladen. So viel Zeit muss sein. Immer schön auf die Rübe. Waffe.
Sag mal. Autsch. Wie steckt der ein? Ja, das war's. Das John war's. Und Sir, mache Meldung. Scheiße, das war nicht leicht, aber ich hab sie. Lieutenant Norwood ist frei. Gute Arbeit, Corporal. Ich schicke eine Patrouille raus. Sie sagte, dass sie es allein schafft. Ich erkundige mich später noch einmal nach ihr. St. John Ende. Hey, ihr geht mir aber sowas von auf den Sack. Hey, die machen voll Schaden. Die ärgern mich ja mehr als der Brecher. Das gibt's doch gar nicht. Colonel Sir, ist Lieutenant Norwood gut angekommen? Oh, lass mich in Ruhe. Müssen wir die erstmal wegmachen hier. Okay, wo waren wir nochmal? Corporal, ich lese gerade Ihren Bericht. Sie gibt an, dass Sie ein ganzes Drifter-Camp allein ausgelöscht haben? Tja, ich konnte Sie ja schlecht im Stich lassen, Sir. Sehr gut, Corporal. Captain Curry hat Sie zur Beförderung vorgeschlagen. Ich verstehe langsam, warum. Ja, ja, ja. Oh, da ist doch noch ein Brecher am Start. Wieso treffe ich dieses Nest hier nicht? So, jetzt. Jetzt haben wir's. Ach, ich Idiot, hab das falsche Ding genommen. Der Klassiker. Da ist definitiv noch ein zweiter Brecher. Das hört man am Grunzen. Dann wollen wir mal nachladen und uns um den Typen kümmern. Bombe werfen. Ich mal da dran. Versuchen den zu messern. Ja, okay, das hat mal gar nicht geklappt. Aber jetzt. Ha, ha, ha. Coole Taktik. Man muss nur die Luft anhalten. Aber einmal hat er uns leider erwischt. Lappen wir mal weg hier wie warme Semmeln. Okay, da ist das nächste Nest. Der nächste Typ. Ja, das ist noch gut Betrieb hier. Gut Betrieb. Aber wir sehen beide Nester im Radar. Das ist schon mal schön. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Recht freundlich. Und hier müsste es sein. Ja, komm her. Für dich aber eine besonders hübsche Kugel. Molly, rein ins Glück. Gucken, was da jetzt wieder rausgeschissen kommt. Einer hat sich gleich angezündet. Und der ist auch tot. So, sehr schön. Es läuft. Dann haben wir doch hier noch irgendwo ein Vogelnest. Da war's. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's riechen. Ach da. Okay, das ist ein ganzer Baum voll mit Nestern.
Reicht es, wenn wir jetzt eins anzünden oder müssen wir alles anzünden? Ist zerstört. Immer noch was angezeigt. Oh, lasst mich in Ruhe. Das hat er noch nicht komplett genommen. Soll noch mehr reinschmeißen, oder? So, machen wir erstmal euch verarzten hier. Ey, wie viel Molotow-Cocktails muss ich denn dafür aufwenden? Ist ja abartig. Da oben ist immer noch was. Schreibt immer Nester zerstört, Nester zerstört. Knetert noch einer mit dem Motorrad rum. Scheiße, Rumtreiber. Wo habt ihr das Bike her, ha? Es wird immer noch angezeigt. Da unten ist noch eins. Hey, den ganzen Baum müssen wir abfackeln? Ihr macht mich ja schwach. Jetzt aber. Jetzt haben wir's. Oder? 4 von 5. Ich bin verwirrt. Ich dachte, das war das letzte. Was ist das für ein gelber Punkt? Okay, müssen wir die Vögel auch noch abschießen. Das kann doch nicht sein. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Da wird noch was angezeigt. Vielleicht ist es das andere Vogelnest. Da war vielleicht auch noch was offen. Da ruckelt sich auch noch ein Vogel durch den Himmel. Okay, wo ist denn jetzt das andere Nest? Nach rechts. Dieser Richtung. Okay, da kommt es. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Hier ist das letzte Nest. Ja, dein Henkersmahlzeit. Und rein ins Vergnügen. Unterbrech mich doch nicht. Ja. Feini, feini, so eine Schnellfeuerwaffe. Die ist doch ganz nützlich. Da hinten haben wir noch einen. Getier. Bitte recht freundlich. Dann haben wir doch gleich noch was fürs Armbrot eingesammelt. Da können wir ja mit Garrett und Kuri einen leckeren Raclette-Abend machen. Fehlt nur der Käse. Ja, meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, damit haben wir doch eigentlich einen ganz erfolgreichen Folgenabschluss. Okay.
Okay, also die da hinten, die müssen natürlich noch weg. Mit so einem Gegrunz im Hintergrund kann ich jetzt nicht die Abmoderation machen. Eieiei. Immer so ein bisschen geizig, was die Munition angeht, aber... Manchmal muss man auch mal ein bisschen was verbrauchen. Okay, so, ist jetzt alles weg hier? Oder gibt es noch jemand ohne Fahrschein? Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wenn ja, dann lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich euch auf Wiedersehen, ciao und adios.